glaube, damals hatte sich einfach keiner gemeldet. Keiner will meine Notizen lesen. Ja, ist auf jeden Fall viel drin. Auch schon Jahre alt. Ich glaube, das fällt auch bald zusammen. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie anders archiviere. No Trespassers. Na dann. Oh, komm schon, Joel. Was zum Geier? Muss ich nicht da hoch? You will be shot on sight. Hä? Wo muss die hin? Stand doch da schon richtig, oder nicht? Oder muss ich hier lang? What the heck? Ach so, okay. Bogen. Spieler hat jetzt 3 Punkte Verbesserung. Mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Find ich persönlich eigentlich gar nicht so dumm. Um ehrlich zu sein. Rein, komm hoch. Okay. Und je länger du hältst, desto mehr Spannung birgt dich auf, um den Pfeil abzuschießen. Das ist okay. Ach, Mist. Ist doch ganz einfach. Du musst nur. Joel. Heul doch nicht gleich rum. Muss auch theoretisch nur das Dingsbums mitnehmen. Das Brett. Hier. Das hier können wir nehmen. So, wunderbar. Super. Nein. Nach oben. Ist der Finger oben? Wird man dich loben. Ist der Finger unten? Bist du ganz schnell verschwunden. Schön, dass du da stehst, wo ich das Ding hinbringen muss. Die Frage ist... Jetzt das Brett wegzieht. Oh, tut mir leid, Alice ist gestorben. Baby mal aus. Oh, echt krass. Will ich noch was anderes sagen? Will ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind, überlass mir das Reden.
Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, um mit dir warm zu werden, okay? Wie viele Pfeile habe ich denn? 2, 3. Das Schöne ist, sie kann ich wiederverwenden. Deswegen klingt es jetzt doof, aber das ist der Grund, warum ich ein Freund von Pfeil und Bogen bin. Weil wenn du die Pfeile gut gemacht hast, aus einer guten Qualität, dann kannst du die auch in der Regel wiederverwenden. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Da passiert doch gleich wieder was. Nee, da ist ein Draht. Oh, kennt ihr den Film Ghost Ship? Jetzt, wo ich die Drähte so sehe, die Ellie, es erinnert mich an den Film. Meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Würde ich mal in den Chat reinschreiben, ob er den Dingsbums kennt. Film Ghost Ship. Hier müssten viel mehr Lappen liegen. Oh Mist! Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Ach ja, Rachel. Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald, Ersa. Ezra. Na dann. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde es jedenfalls schön. Naja, der ist auch schon infiziert gewesen. Gibt's hier irgendwas? Ja, 5 Skillpunkte oder 5 Pillen. Das sind ja theoretisch Skillpunkte. Ja, wenn ich euch was zu dem Film erzählen soll, den habe ich damals geguckt. Wie alt war ich da? 15? Und ja, ich habe die 18er-Version geguckt. Kann ich euch ein bisschen was erzählen? Man hat sich damals Mühe gegeben. Es war ganz schön. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Ich glaube, dieses Haus hat sich schon mal gelohnt. Ja, passt schon. No trespassers. Kann ich hier rein? Schade. Bin ich jetzt hier in der Sackgasse? Nee, hier kann ich hin. Die Frage ist hier... Warte. Bestimmt hier irgendwas...
schmeißen. Ellie, komm mal rein. Will mal was probieren. Okay, zurück, zurück. Okay. Man sauber machen. Ja. Und wie gesagt, Frage steht, wenn ihr jetzt nicht so sehr in diesem Spiel vertieft seid, kann ich euch ein bisschen was zu dem Film erzählen. War eigentlich ein ganz okayer Film. Siehst du? Zurück. Ich kenne den Film nicht und würde ich ihn. Ja, der ist uralt, der Film. Also der ist schon. Wie gesagt. Der Film, boah. Den habe ich geguckt, da war ich jünger als du, Justin. Und ich glaube, zwischen uns sind mindestens mal 15 Jahre Unterschied. Bleib in meiner Nähe. Ach ja, der Film Ghost Ship. Da ging es auf jeden Fall um eine Kreuzfahrt sozusagen. Und die Passagiere dort waren alle glücklich und alles Mögliche. Da gab es ein Mädchen auf dem Boot, sozusagen. Der Rest war halt schon alles etwas älter. Komm schon, wir. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Und auf jeden Fall ging es darum, dass halt irgendeiner die ganze Crew ermordet hat. Halt das Seil durch, so komme ich runter. Die haben, glaube ich, am Deck haben die alle gefeiert. Ja, haben so einen schönen Ball gehabt und allem drum und dran. War so ein bisschen High Society. Joel! Scheiße, sie kommen! Ellie, wie weit bist du? Ich mach so schnell. Doch, ja, komm schon. Und auf jeden Fall hat er da so ein. Auf jeden Fall hat er da. Halt euch! Wie heißt's? Dieser eine Mörder sozusagen. Es gab einen Mörder, der wollte die ganze Crew killen. Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Hier, Munition! Danke. Weiß zwar nicht, wo sie die her hat, aber okay. Verdammt nochmal! Was wollte ich sagen? Komm schon. Oh, ich krieg er wollte auf jeden Fall die ganze Crew killen. Heil dich! Oh, verdammt! Geh weg von mir! Sie sind gleich da! Hey, komm her! Hilfe! Nimm das Arschloch weg von mir! Bin ja dra! Nein! Nein! Sag mal, was zum Geier?
Richtig nur, Mädchen. Lass dich von ihrem anpacken. Die Frau. Das ist viel zu viel Munition. Auf jeden Fall, ging es halt darum. Doch. Jawohl, Inge. Hallo, Bill. Oh, wie ich die hasse. Warum die Klicker? Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall ging es bei dem Film Ghost Ship halt um eine Crew, die wurde an Bord an einem Tanz sozusagen gekillt. Und die wurden halt so gekillt, dass der Täter sozusagen halt ein Seil durchgeschnitten hat. Und dieses Seil hat die gesamte Belegschaft in der Mitte gespalten sozusagen. Hier so, so quer, also so, so horizontal. Und die sind theoretisch alle gestorben. Dadurch, dass das, die sind dann auch in den Nebel reingesetzt und die Leute, die gestorben sind, wurden dadurch rachsüchtige Geister. Und dann je nachdem, ne, haben dann die Lebenden, also Forscher, die das Schiff dann, die das Schiffswrack dann untersucht haben, immer ein wenig, je nachdem, was sie halt gerade an Bord gemacht haben, so halt damit gemacht, ne, der Koch hat mit Besteck die Leute gekillt und die Küche gelockt und so weiter und so fort. Die Matresse zum Beispiel hat halt in ihrer hübschen Gestalt die Männer verführt und halt dann gekillt. Der Kapitän war, glaube ich, irgendwie ganz hässlich, weil der, weil du hast sie dann gesehen, waren dann so ähnlich so Zombie-Geister sozusagen in ihrer Form. Und die hatten halt alle in der Mitte, wo sie halt durchgeschnitten wurden, halt diesen roten Streifen. Bis auf der Kapitän, der war ein bisschen kleiner, dem hat man den Kopf abgesägt. Es gab einen Geist sozusagen, der, Och nee! Das ist doch scheiße, so ein Kack, ey. Aber weg. Verdammt nochmal! Weg! Wo lang? Okay, wir müssen durch. Komm, hier! Und ja. Lauf, Ali! Verdammt! Wo ist der Scheißschlüssel? Leute, hinter uns! Bill, na los! Und auf jeden Fall, ich glaube, das einzige Geist, also es gab ein Geistermädchen. Und dieses Geistermädchen ist dann, wie heißt's? Das war dann halt gut, weil die ist nicht dadurch gestorben, dass der Killer die gekillt hat. Also die wurde nicht gekillt. Was war das? Durch die Tür! Mach sie fertig, sonst kommen wir hier nicht raus. Ehrlich, zurück! Zurück! Du wirst angegriffen! Und naja, dieses Mädchen hat halt versucht, die Crew sozusagen so ein wenig, ja, da halt so durch Tipps und so einen Scheiß durchzusetzen. Also es war jetzt kein High Society Film. Also war jetzt nicht so ultramäßig gut, aber auch kein schlechter Film. Aber früher hatten wir auch gar nicht so viel... Hatten wir auch gar nicht so viel Auswahl. Also dementsprechend, ja. Das war knapp. Ach, Quatsch. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt.
Mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Ja, sie ist 13, Pubertät. So viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Auf jeden Fall, der Film war okay. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Ja. Echt verlockend. Schluss jetzt. Die Kleine so am Abnerven. Wie viel Uhr haben wir es dann? Kurz vor eins. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Ganz schön frech, die Kleine, ne? Mit Trainingsbüchern fertig, so schlagfertig. Was? Hält ein Treffer länger? Messerhandbuch Band 1. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Okay. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Der Film. Aber wie gesagt, ich habe auch keine große... Ich habe ja auch keinen großen Anspruch. So, gucken wir mal. Die Messer halten jetzt ein bisschen. So, nee, passt schon. Hast du jetzt alles fertig? Jetzt erinnere ich auch noch an den Film, wo wir gerade bei Ghost Ship waren. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Ich sehe mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Danke. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Es ist ein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Die kleine Göre. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Ja, oh, Ellie, okay. Ernsthaft? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Hier? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen.
Was auch interessant war, es war aber, glaube ich, jetzt auch nicht so ein geiler Film. Der Film 13 Geister, wo wir gerade über Ghost Ship gesprochen haben, war auch einer der Horrorfilme, mit denen ich aufgewachsen bin. Da ging es um ein Haus, wo jemand irgendwie durch komische Symbole und durch ein ganz komisches, hochmodernes Haus Geister gefangen hat. So irgendwelche Mördergeister oder sonst was. Irgendwie sowas. Und ja, da waren halt Leute drin, die das Haus halt haben wollten, weil... Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alle, okay. Sag mal, du hast doch nicht erzählt, was mit Tessel. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ihr hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Tja, der hat der Dame den Kopf ein bisschen verdreht. Aber bei so einem sexy Typen wie Bill kann man das schon mal. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Oh nein! Die hasse ich wie die Pest. Alter, hat die mich erschreckt. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager okay. Holen und zum Osten. Er führt Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel? Hier lang. Ja, lass mich doch erstmal ein paar Sachen sammeln. Sind noch Flaschen und so ein Kram. Und ja, auf jeden Fall, der Film war halbwegs interessant als den Geister. Fand ich jetzt nicht so geil. Keine Ahnung, das war ein Kumpel oder so, fand den so super. Aber ich glaube, der einzige Grund, warum er den Film so toll fand, war, weil da halt, glaube ich, eine Geisterbraut war, die da halt irgendwie mit zerfleischtem, nackten Körper rumgelaufen ist. Und ja. So toll fand ich den Film jetzt nicht. Aber der war interessant von den kleinen einzelnen Geschichten her. Also storymäßig haben die sich... Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Ich will zwar nichts sagen, aber... Der hört sich für mich so ein bisschen nach Ehrend an. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu. Sie haben keinen Schlüssel. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Da liegt, glaube ich, schon noch irgend so ein Skill, oder? Achso. Ich brauche echt mal wieder eine Werkbank.
habe jetzt längere Zeit keine mehr gesehen und wir haben echt viele Teile. Wir können mindestens eine Sache verbessern. Entweder eine gute oder zwei schlechte oder so Kleinigkeiten. Bin ich mal gespannt. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komm schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Ich um mein Zielen. Ich habe so die Befürchtung, ich muss auf einfach stellen, weil ich echt nicht zielen kann. Okay, bevor wir weitermachen, ich habe da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Ich will hier doch nur eine Werkbank haben, wo ich mal was verbessern kann. Verdammt nochmal. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Okay. Diese starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in ihre Nähe kommt. Kann offensiv oder defensiv eingesetzt werden. Mit L2 im Bogen geworfen oder mit R2 strategisch platziert werden. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Die belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen... Hallo. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Warte mal, wie viel habe ich denn? Ich habe einen Molly. Ich will zwar nichts sagen, aber Daddy hat Spaß. Daddy hat Spaß. So, was kann ich denn hier nochmal craften? Ich würde gerne den Bogen craften, aber ich habe das Gefühl, hier wird er mir nicht viel bringen. Oh, Alter, auf Nachladetempo. Bist du denn deppert? Jagdgewehr, Schrotflint.
Alter für zwei Langwaffen. Na, das hält. Nachladetempo fürs Jagdgewehr, Magazinkapazität. Ich habe nur ein Werkzeug, ne? Zielfernrohr. Ich probiere das mal. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Weil ich es einfach verkacken werde. Ah, das Werkzeug. Ich brauche Stufe 1 Werkzeug. Ich verbrauche das nicht, sondern... Interessant. Okay. So geht es doch. Super. Ja, da sieht der ganze Käse doch schon anders aus. So. Messer. Ja, dann habe ich von allem 2. Das gefällt mir ganz gut. Da kann ich noch nichts verbessern. Okay. Was mir persönlich ganz gut gefällt, sage ich ganz ehrlich, bei älteren Spielen ist das Menü, das was du verbessern kannst, Skillpunkte etc. noch sehr übersichtlich, was nichts Schlechtes ist. So, und wo geht's jetzt lang? Billy Boy. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, da soll man den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Ich weiß nicht, ob ich die Ellie schellen soll, weil sie halt echt ein freches Rotzgirl ist. Oder ob ich sie feiern soll, weil sie halt einfach... Ja. Stimmt schon. Ist Yuna noch da? Ich glaube, wir machen gleich... Kann ich hier eigentlich speichern? Ich glaube, ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Automatische Speicherung läuft. Bitte warten. Es ging schnell. Ich habe auch gar keine... So. Jo, war auf jeden Fall lustig. Vielen lieben Dank. Konsolenaufnahmen. Ah ja, das ist für Ghost of Tsushima. Okay. War cool, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, das Spiel hat euch soweit gefallen. Schade, dass der Kai sich bei mir nicht gemeldet hat, diese Halunke. Ich wollte nämlich eigentlich 7 Days spielen. Aber ist okay, wir haben ja wie gesagt aktuell Ranch Simulator zum Runterkommen, Pokémon Schild zum als Nuzlocke und Last of Us als Streamspiel und Ghost of Tsushima ist ja dann ein Let's Play Spiel und dementsprechend ja haben wir eigentlich wieder ein paar gute Projekte. Ich würde sagen, das war's für heute und damit würde ich mich verabschieden. Steht ja eigentlich noch alles drin. Pokémon. Das da, das da. Scarlet Blade Notizen. Guck mal, Gothic 2. Gothic 2 Notiz. Ach, damals war ich noch echt enthusiastisch hinter den Spielen her. Clash of Clans. Ja. Ausrüstung. Boah, das, die Notizen sind so alt. Ich habe damals mit Füller reingeschrieben und das ist jetzt so blass, dass du es kaum noch erkennst. Scarlet Blade. Viel Scarlet Blade und Florencia. Was machen wir hier? Ich lese was vor. Ah, Game Odyssey, wo ich mir dann auch mal einen Kommentations Dingsbums gemacht habe. Auch ganz cool.
Ach, damals hatte ich noch echt Träume. Dragon Quest Heroes. Kurz Peel. League of Legends. Gothic 2. Pokémon Kristalltagebuch. Ach ja, das war auch mal eine Aktion. Der erste Let's Play-Versuch von Horizon for Zero Dawn. Talente. Ah, damit habe ich dann angefangen, da hatte ich jetzt angefangen, Dingsbums zu zocken. Genshin Intact. Esszimmerstuhl, Kiefernholz, Lager. Langer Tisch mit Tischspulen. Was? Goldener dreiarmiger Leuchter. Ah, das war Ranch Simulator schon. Okay. Das war, glaube ich, war das Resident Evil? Doch, Resident Evil 8 war das. Ja, das war noch ganz gut. Oh, damit hab ich mir noch echt Notizen gemacht. Jetzt kommen die neueren. Ich glaube, vorletztes Jahr. Range Simulator, Transmitter, das war wieder Scarlet Blade. Genshin Impact. Let's Bone, Scarlet Blade. Ach ja. Das war Black Desert. Scarlet Blade. Genshin Impact. Ja, ist ja gut, Ellie. Muss ich doch mal ein bisschen Erinnerung schwelgen. Was? Dungeons? Schiff, Tunnel, Tartarus. Ach so, ja, das war auch wieder Scarlet Blade. Da habe ich eine Zeit lang stark Scarlet Blade gespielt. Noch ein paar Notizen zu My Time at Portia. Pokémon Pearl. OPPC. Da habe ich mir damals Dingsbums rausgesucht. PC-Komponenten, und die sollten 2500 Euro kosten, weil ich unbedingt einen i9 12900K haben wollte. Das Ganze mal bedenken, dass ich ungefähr, 500 Euro weniger und habe einen besseren Rechner. Obwohl der 12900K, Far Cry 5. Sommer in Mara. Das war noch Story of Seasons. Evelyn, das war wieder dann PS4 Games. Ah, okay. Ja, da hatte ich schon Ancora. Horizon Forbidden West. Farmliste, Pokémon-Wesen. Also das habe ich mir auch alles aufgeschrieben. Und hier natürlich dann fing jetzt die... Und hier noch die Liste, um meinen Pokédex zu füllen. War eine kleine Exkursion. Also schon interessant, da mal ab und zu mal reinzugucken. Deswegen will ich es eigentlich gar nicht wegschmeißen. Ich versuche, so gut es geht, zu erhalten. War cool. Ich würde sagen... Warte mal, ich komme mit dem Menü noch nicht so ganz klar. God of War Ragnarok. Ich glaube nicht, dass ich das jeweils... weiterspielen will, weil das Spiel interessiert mich irgendwie nicht. Aber die beiden sind geil, ganz cool. Das wird danach gespielt, ne? Da spielen wir dann, glaube ich, hauptsächlich Ellie, und das wollte ich eigentlich auch mal anspielen, aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich so ein geiles Spiel ist oder ob euch das gefallen würde. Die anderen habe ich runtergeschmissen. Ist die Frage, werden wir das... Ich glaube schon, dass ihr das irgendwann weiterspielen wollt. Ich habe schon das Gefühl, dass ihr wollt, dass ich das irgendwann beende. Also von vorne werde ich es nicht nochmal anfangen, aber mich zieht es halt auch nicht, ne? Ich muss hier die Hülle mal wechseln. Naja, hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bleibt sauber. Tschüss.